Schöne venezianische Maske, sowas kriegen wir doch auch hin. Oder so eine, in Blau, oder mit vielen Federn, oder bunt bemalt mit Paletten. Hier noch ein Beispiel. Oder so. So breite meine Augen auseinander. Das Maß übertrage ich jetzt hier. Das könnt ihr bei euch auch einfach selber an die Nase fassen, so an euch und hier übertragen. Einmal, zweimal und etwas von der Mitte entfernt und dann machen wir die Augen. Da habe ich schon mal gemacht. So, dann haben wir die Grundform und das können wir ausschneiden. Ihr habt bunte Federn zu Hause. Ich habe hier Glitzerfolie und Kreppband. Schauen wir mal, was das machen. So, Folie habt ihr auch. Da könnt ihr das draufzeichnen und dann die Folie draufkleben. So, Folie habt ihr auch. Da könnt ihr draufzeichnen und das dann draufkleben. Also einen Teil der Folie hochziehen, drauflegen und dann das andere abziehen.